Hallo zusammen und willkommen bei Whisky Space. Heute bin ich das erste Mal auf der Isle of Arran und auch bei der gleichnamigen Distille, die Isle of Arran Distillery, und habe für euch hier den 21-Jährigen dabei. Die Isle of Arran, die liegt ja genau neben der Halbinsel Kintyre, auf der ja auch Springbank, Glen Scotia und Glengyle ist. Muss eine sehr, sehr schöne Insel sein, Arran, habe ich schon viel Tolles gehört. Und soll so eine Miniatur sein von ganz Schottland. Es gibt Burgen, es gibt diese berühmten Steine, Machimor-Steine heißen sie, glaube ich. Und auch die Landschaft muss da wunderschön sein. Die Distille, die liegt in der kleinen Ortschaft Loch Ranza. Wurde 1995 gegründet, die Distille, von, ich glaube, wie hieß der, Harold J. Curry. Und gehört zu Arran Distillers, also ist eine der wenigen noch unabhängigen Brennereien. Und zur Eröffnung damals kam sogar die Queen vorbei und miteröffnet hat die Distille einer meiner liebsten schottischen Schauspieler, der Ewan McGregor. Das habe ich auch erst gelesen, fand ich cool. Und ja, jetzt habe ich mal den Arran 21. Ach, noch was Arran bedeutet, das wollte ich unbedingt wissen und habe nachgelesen. Isle of Arran bedeutet so viel wie spitze Insel. Also ich glaube, ich habe nachgelesen, Peaked Island stand drin und Peak ist ja die Spitze. Und genau, auf jeden Fall habe ich hier den 21er für euch. Also eine wunderschöne Verpackung, finde ich. Da gab es ja schon mal einen Vorgänger, der wurde sehr, sehr gelobt. Also ich hatte den nicht. Und ich habe mir gedacht, okay, ich will jetzt mal den 21er, weil der war mal im Angebot. Da hat er damals, ich glaube, so 95 Euro gekostet und ich habe einfach mal zugeschlagen. Ich finde auch allgemein die Verpackungen bei Arran sehr, sehr geil. Man sieht ja da auch die Koordinaten. Mal sehen, ob man das sieht. Genau, wo die Insel liegt, und das ist so, ja, samtig würde ich sagen, so Karton, aber sehr, sehr schöner Karton und alles so ein bisschen so, ja, einfach hochwertig verarbeitet. Hier hinten sieht man auch die, wo die Insel genau liegt, und ja, Pure Independent Spirit. Zu dieser Abfüllung, also Arran färbt nie, der ist nicht kühl gefiltert. Die Fassauswahl ist da Ex-Bourbon und Sherry und 46 Volumenprozente hat er. Sorry, ich zeige euch das mal, wenn wir den hier so aufmachen. Klack, kann man hier so aufklappen. So. So sieht das Ganze dann aus. Sehr, sehr hübsch. Machen wir die Flasche raus. Kann man hier ziehen. Moment. Falsch gemacht. Normal kann man ziehen, aber ich muss ihn jetzt so rausbringen. So. Tadam. Okay. Das war übrigens mein allererster Arran. Ist jetzt aber doch schon ein bisschen länger, dass ich im Glas hatte. So sieht die Flasche aus, wie eigentlich alle, die im neuen Design haben, eigentlich alle dieselbe Form. Holzkorken und Natur. Hier. Ja. Dann checken wir mal ein. Kommt schon ein schöner Duft entgegen. So. Gucken wir mal. Puh, ganz schön Sonnenbrand bekommen sehe ich gerade. Alright. Ihr könnt ja mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr so von Arran bis jetzt hattet. Ob ihr auch die alten Abfüllungen kennt und was ihr auch von den neuen haltet. Würde mich echt mal interessieren. Und jetzt, wie gesagt, 21 Jahre. Das ist schon ein stolzes Alter. Die Farbe
schöner Goldton, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe mir noch extra mein Blenders-Glas rausgeholt für den. So, dann halten wir doch mal das Näschen rein. Ne? So. Meeresluft habe ich hier. Die Eiche ist da. Würze. Pfeffer. Salz. Alkohol ist präsent. Und ein Honig, also eher so ein hellerer Honig, Blütenhonig. Karamellig, so ein helles Karamell. Vielleicht ganz leichte Vanille. Ich muss zugeben, es kommen auf jeden Fall mehr die Bourbon-Noten raus als jetzt vom Sherry-Fass. Wie da das Verhältnis ist, keine Ahnung, da habe ich nichts gefunden. Wie viel Prozent jetzt da Bourbon oder Sherry ist. Auf jeden Fall ist die Nase sehr schön. Tief, also das Alter hat man. Frisch. Maritim. Ja. Schöner maritimer Duft. Und was die Eiche angeht, ist es eher so ein frisches Holz. Riecht eher wie so ein, ja, frisch aufgeschnittenes Holz. Und da kommt dann auch diese Würze, dieser Pfeffer, Salz. Vielleicht noch nur so eine leichte Zimtnote. Na gut, die Nase gefällt mir schon mal. Dann Slange. Oh ja, da merkt man jetzt das Alter, die Eiche richtig stark. Frucht, ein Apfel, was nussig ist, ist vielleicht Oloroso Sherry, diese Nuss, Haselnuss, eine leichte Säure. Der Pfeffer, das Salz, ja. Leichte Bitterkeit. Jetzt klingt er so leicht aus. Mit so einer Trockenheit ein bisschen. Muss ich gleich noch mal einen Schluck nehmen für das Endfazit.
so eine Traube, Traubensäure von eher einer hellen Traube. Salz, Pfeffer und Zimt habe ich jetzt auch leicht da. Das Karamellige und der Honig schwingen so ganz leicht mit. Dieses Maritime ist auf jeden Fall da. Und die Bitterkeit ein bisschen, klar, von der Eiche. Das wechselt sich so ab, diese Bitterkeit und die Würze von der Eiche. Und er geht jetzt so, wie gesagt, so leicht in dieses Trockene ab. Wie ein trockener Weißwein, kann ich sagen, ungefähr. Ja. Gut. Doch, also er schmeckt schon. Er schmeckt gut. Muss ich sagen. Er ist was Maritimes. Man hat die Eiche. Süßliche Noten mit Wechselspielsäure, Bitterkeit und Würze. Der Preis dazu. Beziehungsweise machen wir das Fazit erst. Ja. Also er schmeckt gut. Er ist nicht überragend. Also das muss ich gleich sagen. Also für einen 21-Jährigen erwarte ich mir persönlich was anderes. Einfach, ja, einfach wesentlich mehr, ja, mehr komplexe Aromen, mehr, noch mehr Tiefe und einfach, da muss mehr kommen. Also da muss ich sagen, ist das hier zu wenig. Echt. Ja, Benotung gebe ich dem eine 2 minus. Das ist für mich eine 85. 2 minus ist gerechtfertigt für das, was er bietet. Er ist gut, also man kann ihn schön wegtrinken und er hat schon seine Berechtigung. Auf jeden Fall. Auch die Aromen, die er bringt, die sind ganz schön, aber es ist eben einfach nicht genug. Und das ist hier kein Wow-Erlebnis, was ich hier habe. Ich habe ihn ja schon mal getrunken gehabt. Ich wusste ja schon vorher, was mich erwartet. Aber es hätte ja sein können, ich hatte ihn jetzt schon länger nicht mehr, dass da dann doch noch mal was kommt. Aber nö. 2 minus 85. Das ist okay. Der Preis, natürlich, wenn ich jetzt den mit einbeziehe, ich meine, ich habe ihn damals so für 95 Euro bekommen, da war er mal unter 100, aber ich so, okay, schlage ich jetzt einfach mal zu. Also ich bin jetzt auch nicht so krass enttäuscht, dass ich ihn jetzt für 95 Euro gekauft habe. Also er ist wirklich nicht schlecht, also man kann ihn gut trinken. Mit 2 minus ist er jetzt auch nicht so übel. Aber nochmal, würde ich ihn mir nicht kaufen, selbst wenn er 95 Euro kostet, no. Ich würde für diesen Whisky, wenn ich jetzt da sagen könnte, wie viel ich da bezahlen würde dafür. Ha, das ist echt krass. €50 allerhöchstens würde ich für den nochmal zahlen. Aber auf mir auf gar keinen Fall. Und momentan bekommt man den zwischen 120 und 140 Euro. Also no way. Also ganz ehrlich, es gibt ja noch den Aaron 10. Das ist ja ein ganz schöner Einstieg bei Aaron. Ich hatte ihn noch nicht, soll aber ganz schön sein. Und den bekommt man, glaube ich, so für 30 Euro. Dann gibt es ja diese Special-Abfüllungen mit Sauternes, mit Port, mit Amarone. Den Amarone habe ich auch noch, den werde ich auch noch vorstellen. Also gibt es massig an Abfüllungen, die auch preislich einigermaßen in Ordnung sind. Aber der ist seinen Preis auf jeden Fall nicht wert. Das muss ich ganz klar sagen. No way. Also der ist für mich allerhöchstens, wie gesagt, 50 Euro wert, mehr nicht. Also kann ich jetzt da leider mit dem Preis inbegriffen keine Kaufempfehlung
aussprechen, was schade ist, aber ist eben so. Naja. Aber leer wird er mit Sicherheit trotzdem. Okay, na gut, das war's wieder. Ich verabschiede mich von der Isle of Arran. Wäre schön, wenn ihr dieses Video liken würdet und wenn ihr meinen Kanal abonniert, hier unten auf den Whiskey Space Button, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr verpasst. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal mit euch hier bei Whiskey Space. Macht's gut, bis dann, ciao.